Juhu, Sims 4-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4. So, geht's euch allen gut? Seid ihr alle fit? Bedürfnisse gehen, sehen gut aus. Moi ist gerade am Kochen. Und sie hat dabei nicht die Küche angezündet. Ich habe früher mal mit Barbie-Puppen gespielt, ja? Ich mag Barbie-Puppen, also ich kann gar nicht verstehen, dass sie sagen, das ist Mädchenkram. Ich mag Barbie-Puppen. Ja, das finde ich cool. Deswegen bist du vielleicht auch so eine Banane geworden. Ich meinte, so ein softer, cooler Typ. Ja, lustig, witzig. Also, ich bin ja mal gespannt, wie das hier mit meiner neuen Flamme wird. Ja, dass du einfach so ausgezogen bist. Schon irre, ne? Muss ich ja sagen. Ging ja echt schnell. Ja, aber ich habe in den Sternen gelesen, dass das eine gute Idee gewesen ist. Und manchmal muss man Dinge in seinem Leben einfach mal wagen, weil ohne Wagen kommst du nicht weiter. Man muss halt einfach auch mal raus. Weißt du, du musst auch mal raus. Du musst auch mal raus, Thorsten. Du musst auch mal zusehen, dass du eine Freundin kriegst. Du bist ja noch am Ende einsamer, armer Astronaut. Teilsamer so. Also ich höre schon die Hochzeitsglocken läuten. Wann wollt ihr denn heiraten? Heute vielleicht. Echt? Ja, wird mir passen. Ich bin gerade da. Das Universum scheint ja auch fröhlich zu sein. Ne? Ja klar, lass mal heiraten jetzt. Ja, so wie oder was? Nein, natürlich nicht. Ich Maui hier steht. Oh, immer Maui knuddeln. Sofort durch. Zuneigung ausdrücken. Halt hier Zuneigung ausdrucken. Kann man nicht irgendwie auch am Bauch horchen? Ja, schmeicheln. Armen. Armen schön. Da war doch, glaube ich, wenn ich mich nicht recht täusche, irgendwo die Möglichkeit, am Bauch horchen zu können. Thorsten geht erstmal zocken. Nächste Schwangerschaftsstufe erreicht. Ui, das ging schnell. Well, that escalated quickly. Ja, hier, jetzt geht es. Mit ein Baby zu fühlen. Boah, ich könnte jetzt einen ganzen Muffin verdrücken. Echt, wirklich? Ganzen Muffin? Ja, vielleicht sollte ich welche backen. Ihr willst es mal fühlen? Baby! Ah, cool. Kann man schon... Ich glaube, es hat getreten. Cool. Sag mal, wollen wir jetzt heute heiraten? Ich meine, all unsere Freunde sind hier gleich hier in der Nähe und dein Vater war ja auch vorhin schon da und... Ja, warum denn nicht? Gleich mal auf Facebook stellen. So, kommt alle zu unserer Hochzeitsparty. Ist doch cool geworden. Ah, die zwei sind voll knuffig. Ja, das ist vielleicht echt eine ganz gute Idee. Ich weiß nicht, Leo muss bald arbeiten, den sollten wir vielleicht so einladen. Einladen, hier abzuhängen. Leo, es ist immer ganz sinnvoll, die Leute einfach schon im Vorfeld einzuladen, hierher zu kommen. Weil ich habe oft das Erlebnis gemacht, dass das bei Partys sonst ein bisschen herumbackt und keine Sau kommt. Ich gehe mal gerade schon mal ein paar Leute einladen, ne? Oh. Das freut mich toll, super, mach das mal. Ihr könnt eine Hochzeitskuchen backen. Weiße Torte. Alle kommen vorbei. Yay, perfekt. Da kommt ja schon Kater Mikesh angerannt. Das ist super. Er müsste allerdings nochmal auf die Toilette. Ringlar! Also kommen sowieso alle rein. Er geht sowieso aufs Klo. Oh, oh! Oh, das tut mir leid, habe ich dir beim Pinkeln zugeguckt. So was Blödes aber auch. Jetzt ist ihm das wieder peinlich. So, okay, gut. Dann können wir jetzt danach gesellschaftliches Ereignis planen. Sie alle in ihrem Schlafanzug kommen. Warum zieht ihr euch nicht um? Schämt euch! Hochzeit. Jawohl. Brautpaar ist klar. Thorsten, wieso können wir Leo nicht einladen? Nee, den Strikewater wollte ich einladen. Caterer? Ich weiß nicht, brauchen wir einen Caterer eigentlich nicht? Das könnte ich übernehmen. Ich kann ja mal... Weiß nicht, ja, doch, nehmen wir mal mit. Ein Mixer. Vielleicht können wir ja, noch eine Bar hier hinstellen, eine kleine. Ein Musiker? Oh, nee, das hatte ich schon mal. Das war nicht so, das war nicht so toll mit dem Musiker. Mixer braucht eine Bar, ich weiß. Der Mixer braucht eine Bar.
Der Mixi-Mixer mixt Miski-Mix. Der Whisky-Wixer. Der Whisky-Mix. Der mixende Miski-Wixer. Der Whisky. Der Whisky-mixende Wixer. Der Miski-Mixer mixt. Miski. Ach, scheiße. Ich kann das einfach nicht. Schade, das passt da nicht hin. Ich bin ja mal. Ist ja Hochzeit. Da dekoriert man immer ein bisschen um. Und dann dekorieren wir hier nämlich einfach auch um. Sodass dann hier so lange eine Bar steht. Ich denke, das stört niemanden. Und da kommt... Ja. Auch bequem aus. Und dann brauchen wir, also das sind für draußen die Sitze, die man hat, um bei der Hochzeit zugucken zu können. Das ist ganz hübsch. Dann bräuchten wir da noch ein paar Tische, um die Hochzeitstorte aufstellen zu können. Ja, so klassische Hochzeitstische zum Beispiel. Und das wird auch hier hinten ganz hübsch. Und dann kommen hier auch so ganz klassische Stühle dran. Teuer, aber wir können die auch wieder verkaufen. Ist halt eine Investition in die Zukunft. Wenn man heiratet, muss man das halt machen. Ne? Musikunterhaltung. Ich weiß nicht, eine Musikanlage habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Dann machen wir das mal mit einem schönen Wandlautsprecher. Einschalten, Romantik. Oh mal, Ross und Mikisch haben sich ja auch schon eingefunden. Sag mal, Fliegen finde ich blöd. Ich hoffe, es gibt hier keine Fliegen heute an dem Tag der Hochzeit. Ich meine, das fände ich jetzt unangenehm. Ach, natürlich nicht. Ja, ich meine, ich habe schon mal solche Gemälde gemalt, die... Warum stellst du das da unten hin? Was machst du denn da? Ach, dann könnten wir den gleich hier draußen hinstellen. Und wir müssen ihn noch verzieren mit einer Hochzeitsverzierung. Oh, wir haben den Backofen kaputt gemacht. Das kommt ja jetzt gerade richtig gut. Nee, der Kühlschrank ist kaputt. Der ist ersetzt, ist kein Problem. Ah, da kommt der Barmixer. Thorsten und Mikisch haben sich mal wieder die besten Plätze geschnappt hier an der Bar. Du wirst zusammen trinken? Ja, warum nicht? Kein Problem. Das ging aber auch schnell mit den beiden. Ich habe die kaum kennengelernt. Da haben die schon geheiratet und Babys gemacht und so. Unglaublich, ich fass es nicht. Oh, jetzt der Hochzeitskuchen wird sich drum gekümmert. Nee, du musst hier nichts. Nee. 2 Stunden mit Gästen reden. Ja, warum nicht? Geschicklichkeit reden, Tag verschönern, Videospiele quatschen, Moe kann mitmachen, große Neuigkeiten erzählen. Shama Yama Rama. Schönes Hochzeitskleid. Guck mal, der Papa kommt auch. Oh, meine Tochter hier, ne? Gleich heiraten, ne? Es wird ja auch richtig, ja, richtig zur Sache hier. Unglaublich. Leo denkt sich, okay, Yuki geht weg. Ach, eines Tages werden wir auch heiraten. Und Yuki denkt sich, warum nicht jetzt? Regenbögen. Ist doch alles Müll. Also, ich meine, heiraten muss man doch in unserer Gesellschaft gar nicht. Das ist doch gar nicht wichtig. Ich meine, ich glaube, ich werde nie heiraten. Ich glaube, ich finde nie die Richtige. Jetzt ein Cappuccino wäre übrigens total toll. Ach was, du machst dir auch so viele Gedanken darüber. Aber jetzt wäre wirklich ein Cappuccino klasse. Ich hätte echt gern einen. Ach, nicht doch. Dann sind deine Zähne nicht mehr so schön weiß und strahlend glänzend, L, wie die Sterne im E-Mail. Was? Okay. Naja, du meinst wie eine Sonne. Aber eine Sonne ist doch gar nicht weiß. Sie ist doch auch eher gelb. Ich mache diese Arschspalte rein. Wir haben auf jeden Fall draußen Spaß. Wir haben hier was zu essen organisiert. Hab ich gut gemacht. Ich schalte mal... Nee, die Musik schalte ich nicht aus. Kann man den nicht irgendwie auf klassisch noch umschalten oder so? Ich weiß nicht. Auswahl Romantik Nudeln. Ja. Oh. Das
das? Ach, die Liebe und die Romantik. Nach einem Bindungstermin fragen. Ja, das würde mich interessieren. Bitte nicht mitten bei der Hochzeit. Sag mal, wann ist denn das jetzt eigentlich so weit? Ich weiß nicht. Wenn man es fühlt, muss man draufklopfen. Wenn es hohl klingt, kommt es bald oder so? Das ist mir egal. Auch wenn es jetzt gleich sofort angehüpft kommt. Ich nehme das Baby jederzeit. Gratulieren, auch nicht schlecht. Die zwei sehen richtig gut aus in ihren Hochzeitsklamotten. Richtig gut. Thorsten holt sich noch ein paar Drinks. Thorsten holt sich ein paar viele Drinks. Hallo, Thorsten? Thorsten betrinkt sich. Mein Leben ist so einsam. Alle haben eine Freundin und ich hab Durst. Ich betrinke mich jetzt haltlos. Oh, hier bei Sonnenuntergang. Heiraten. Kommt schon. Heiraten wir jetzt. Auf geht's. Wo ist denn der Sonnenuntergang da hinten? Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Kameraperspektive. Na dann. Ignorieren wir mal die fesselnde Geschichte. Und kümmern uns um die Hochzeit. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Oh, Tom. Tom, Tom, Tom. Oh, wie süß. Ich werde dich auf ewig lieben. Dich und das Baby. Ich dich auch. Das ist aber schön, das freut mich. All unsere Freunde sind da. Ich weiß, das ging alles so schnell, aber manchmal ist das im Leben so. Das stimmt mich nicht. Ich war immer schon spontan. Oh. Mikes Blick gerade voll gut. Na dann, herzlichen Glühstrumpf! Moe und Marvin sind verheiratet. Das Kleid steht ja ganz gut. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Hochzeitstorte anschneiden. Kannst du dich auch mal hier hinsetzen? Ich muss erstmal gleich hier weiter am Trinken. Huhu! Speisen essen. Oh, wie süß! Sie füttern sich gegenseitig mit der Torte. Ist das niedlich? Oh. Weil Maui braucht, glaube ich, was Handfestes. Hier haben wir doch was Handfestes. Oh, die sehen aber lecker aus. Oder das. Naja, gut, der Kuchen ist eigentlich besser, oder? Ist der Kuchen? Also, wir Kuchen essen. Ja, also, wir Kuchen essen. Der Mr. Strike Water steht auch noch so ein bisschen. Was mache ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich gesell mich hier zur Gesellschaft dazu. Ich finde das immer so super, wenn die sich doof anmachen. Aber ich glaube, Marvin ist richtig fertig. Marvin ist total müde. Ah, das war anstrengend. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das war emotional anstrengend und seelisch und geistig und in jeglicher Hinsicht anstrengend. Einfach anstrengend. Ich gehe abwaschen. Oh Gott, jemand muss alles abwaschen. Jemand muss alles aufräumen. Oh nein. Jetzt Drinks, die hier überall rumstehen. Mikisch, what the fuck? Ja, ich bin ein Spaßvogel. Wie ist dir das denn nicht? Und ich vom Catering-Service... Oh, guck mal, ich mach mich doch echt gut, oder? Ich mach mich doch richtig gut. Sind alle zufrieden mit dem Essen, ja? Hoffentlich geht diese Hochzeit hier nicht in die Brüche, ja? Also ganz ehrlich, die Ehe ist ja ein schwieriges Boot, muss man ja sagen. Also ich werde noch eine Weile überlegen, ob ich dann Leo wirklich heiraten soll, so schnell. Vor allem Kinder kriegen, das geht ja mal gar nicht, da kettet man sich ja gleich an. Ich möchte noch meine Musik genießen können. Ja, das kann ich verstehen. Kinder können einen wirklich einschränken, muss ich auch sagen. Deswegen werde ich, ich werde Kätzchen adoptieren, süße kleine Kätzchen. Ich will ein Lama, ein richtig großes Lama.
Aber wär's auch mit einem Dinosaurier? Nachher fressen die Kittchen einem Tiara vom Kopf wie so ein Dino. Oh, Marvin muss schlafen. Thorsten geht erstmal auf Facebook alle Likes durch bei den Fotos, die da hochgeladen worden sind. Maui ist recht fit, ne? Wirst du mit auf die Toilette gehen? Sieht das hier mit dem Entbindungstermin aus? 18 Stunden sieht so weit aus. Sieht keinen Spaß auf ihrer eigenen Hochzeit. Sieht ja auch anstrengend aus. Aber die Party ist schon im Gang gekommen. Und Yugi kann echt gut Gitarre spielen inzwischen. Thorsten geht was lesen. Und zwar Problemscheune. Okay. Riesel, du warst doch gerade auf der Toilette. Naja gut, sie ist schwanger. Das geht dann halt, drückt ein bisschen auf die Blase. Oh, geht auch schlafen. Das musst du hier zocken? Muss das sein? Ha, unglaublich. Was nicht vorspulen. Eine Hochzeit macht noch lange keine gute Ehe, aber sie hilft schon mal, alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Turnaround. Haben wir dafür dann jetzt tatsächlich was bekommen? Küchenutensil oder wie oder was? Ja, das habe ich. Das ist unsere Sofa. Wieso ist da ein Gartensalat drin? Pack das da mal raus, ne? Ich bin ja mal gespannt. Mikisch geht auch was lesen. Und ich wasche alles ab. Das ist doch mal ein Service. Oh Gott, die zwei sind vollkommen geschafft. Marvin geht's schon wieder etwas besser. Dann kann er ja mal wieder aufstehen, eine Dusche nehmen. Aber Maui darf weiter schlafen. Wir sollten Thorsten mal sagen, dass er aufhören soll, hier die ganze Zeit zu zocken. Oh. Danke, jetzt ging ich an den Computer. Verarscht. Oh, toll. Hallo, ich dachte, du wolltest mich drücken. Das nenne ich einen Freund, ja? Ah, cool, jetzt kann ich Speedblock spielen, ihr. Das ist immer ein Tohuwabohu. Ist das immer ein Tohuwabohu? Was macht er denn jetzt? Joggen gehen oder was? Oh Gott, Mr. Strikewater sitzt da immer noch total... allein gelassen, keiner kümmert sich um ihn. Warum ist da noch mehr Kuchen? Wie viel Kuchen wurde hier bitte gebacken? Kann die Sachen auch gar nicht wegräumen oder so? Ja, ja, damals, als ich noch jung war, da hatte ich noch Geld. Dann habe ich auch geheiratet, 5 Kinder gekriegt, jetzt habe ich verkackt. So, jetzt gibt's hier nochmal lecker der Mixi-Mixer, Mixi-Mixi-Mixi, Wixi in die Rixi rein. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Das war auch keine gute Idee. Hey! Was lese ich da bitte? Der Herr der Schaukeln. Der Blick dazu ist göttlich. So sehe ich aber nicht aus, wenn ich lese. Da runzel ich mehr die Stirn. Fürs Kommen danken, richtig. Wir sind ja mal in Slow Motion, Marvin. Ein höflicher Gastgeber. Dann geht die Feier eigentlich noch. Verbleibende Zeit 2 Stunden. Hochzeit ist eine anstrengende Sache. So, Maui könnte auch mal aufstehen und sich hier noch ein Gericht nehmen. Und dann noch ein bisschen mit Papa reden. Tiefgründige Unterhaltung. Vielleicht könnte sie sich auch was anziehen dabei. Ach naja, was soll's. Kann man... Jetzt. Oh. Weggegangen, Platz verhangen.
Ah, wir könnten uns jetzt endlich mal mit Yuki unterhalten. Endlich mal mit Yuki anfreunden. Boah, Papa ist gut drauf, kann das sein? Videospiele. Kompliment machen. Du strahlst wie die Sonne. Oh, danke, ich weiß. Ich sehe heute auch besonders gut aus. Du auch? Ich meine, man muss erst mal so schwanger sein und dann noch so gut aussehen. Ah, danke schön. Ja. Papa, sein Spaß. Herrlich. Marvin will jetzt was machen? Marvin will jetzt auch was essen. Marvin hat ja auch Hunger. Ich heiße Marvin. Ich meine, ich habe Hunger. Oh, das riecht aber lecker. Was ist denn das? Das Macaroni mit Käse. Geil. Da hole ich mir jetzt auch noch was. Oh, Schatz, du bist ja auch schon wieder wach. Ja, ja, ich habe gedacht, ich lerne nochmal die Leute hier noch ein bisschen kennen, ne? Was für ein verrückter Haufen. Das ist aber eine schöne Hochzeit. Wer pennt denn da jetzt? Thorsten hat sich ins Bett gelegt. Ehrlich. Er ist so fertig, hat sich einfach ins Bett gelegt. Ist das klasse. Einfach in die Kissen gehauen. Ach, schön. Ich sehe alle Herr der Schaukeln lesen wollen. Unglaublich. Ja, leg mal weg. Ja, was machst du denn hier? Schlafen? Ah, hallo. Ey, was, wenn Roboter uns angreifen und uns vernichten wollen? Was passiert da nicht? Ich denke, die Welt wird dann untergehen oder sowas in der Art. Ich bin mir nicht sicher. So, Thorsten steht jetzt auch endlich auf. Ich glaube, es wird an der Zeit, dass wir unsere Gäste bitten zu gehen. Jetzt über Pinguine machen. Vor allen Dingen, da sie schon wieder alle nackt sind. Naja, fast nackt. Aber den Catering-Service lassen wir noch da. Hochzeit abgeschlossen. Goldmedaille erhalten. Was für eine Hochzeit. Die Gäste waren von den Feierlichkeiten so beeindruckt, dass sie im Haushaltsinventar einige Geräte und Deko-Objekte für deine Sims dagelassen haben. Ah, schön. Achso, die hauen jetzt Gott sei Dank eh alle ab. Das ist gut. Tschüss. Lauft alle in die falsche Richtung. So, das heißt, wir müssen das jetzt alles noch aufräumen. Oh Gott. Ausschalten. Ja, ne, das sind ein paar Drinks. Ne? Kann man die in den. Warum kann man die nicht in den Kühlschrank stellen? Vielleicht, wenn ich ein bisschen trickse. Verdammt. Auch nicht. Dann lohnt es sich ja fast, den tollen Mülleimer zu kaufen. Vielleicht haben wir den ja sogar bekommen. Nee, aber wir haben tolle Küchengegenstände bekommen. Oh, und schöne Deko-Gegenstände. So ein Messerset, das wünscht man sich auch genau zur Hochzeit. Am besten eine Nikkei-Messerset. Wir schenken uns da mal selber so... Huch. Wir schenken uns da mal selber so einen tollen Mülleimer. Weil mit dem Kram können wir leider nicht allzu viel anfangen, wenn wir ihn nicht in den Kühlschrank packen können. Muss ich wieder warten, bis das Ding grün wird. Aber du gehst auch mal schlafen. Jetzt beide schön schlafi-schlafi machen. Ich bin schon wieder aufs Klo. Das gibt Geld. Oh Mann. Wir haben jetzt keine Zeit, die Sachen zu ersetzen. Was, 5 Uhr morgens? Du kannst doch noch nicht komplett ausgeschlafen sein. Du gehst weiter schlafen. So. Der Mülleimer hat auf jeden Fall seinen Spaß. Was steht denn hier noch rum? Also das wird auf jeden Fall am nächsten Morgen aufgeräumt. Und? Und Mülleimer? Ja. Oh. Marvin ist wach. Marvin muss auch mal dringend aufs Klo.
Das war so der Hochzeitskuchen, der ist auch verdorben. Er ist auch... Alter, das ist eklig. Aber schön, dass wir die Hochzeitstorte gar nicht selber hätten backen müssen. Aber die selbstgebackene hat bestimmt besser geschmeckt. Viel besser. Reicht durch Müll. Tja, Marvin, dann kannst du gleich mal aufräumen. Du sollst schon die Hände waschen. Ach, wenn du aufgeräumt hast, kannst du nochmal die Hände waschen. So eklig ist das. Schön alles aufräumen. Alle Teller bitte. Oh Gott, den da draußen. Das Glas, das Brett. Das war alles gut. Dann kann ich mich nämlich darum kümmern, die Sachen hier wieder zu verkaufen. Den Hochzeitsbogen auch. Ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Die kleine Lampe lassen wir hier. Als Erinnerung. Unsere kleine Hochzeitslampe. Achso, ja. Die Bar. Auch die brauchen wir nicht mehr. Das war unsere Hochzeitsinvestition, ne? Da haben wir halt mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Was ist das? Das eignet sich doch für hier draußen. Nehmen wir den da weg und stellen das hier hin. Und die Küche könnten wir jetzt halt quasi noch erweitern. Wir haben nur noch einen Platz, wo wir arbeiten können. Dann stellen wir doch da... Oh, Moment. Dann stellen wir uns einfach noch hier ein Küchenteil hin. Könnte man das auch wie so um die Ecke machen? Ja, geht doch. Dann haben wir hier noch eine Arbeitsplatte. Und hier auch noch den Kaffeeautomaten. Sehr gut. So, noch mehr Deko-Gegenstände, die wir hinpacken könnten. Was ja eigentlich ganz hübsch so ist, wie das da sitzt. Kann man den Lautsprecher nicht auch irgendwo anders anbringen, wo er besser aussieht? Hier zum Beispiel. Wie wäre es mit... Ja, das ist jetzt freigeschaltet. Kernstück in voller Blüte. Oh, das gibt es in verschiedenen Farben. Dann nehmen wir das in Rot. Rot, die Farbe der Liebe. Noch ein paar Küchenutensilien hin. Küchenrollen zum Beispiel. Das ist schön. Das passt jetzt leider nirgendwo mehr hin. Können wir hier noch Kochutensilien an die Wand hängen, ja? Ein bisschen altmodisch. Kaffeetassenhalter. Ist das noch irgendwo anders hin? Nee, das passt nur dahin. Ach, dann passt das da noch so hin. Kleine Küchenutensilien-Ecke. Das ist doch schön so. Hätten wir das auch alles untergebracht. Tja, Marvin, wie fühlt man sich denn so als frisch gebackener Ehemann und fast Vater? Ja, ich weiß noch nicht. Ich meine, ich arbeite, ich verdiene Geld, ich kümmere mich um den Haushalt, dann um die Frau und das Kind, das kriege ich schon hin. Marvin macht das, ja. So. Boah, bin ich glücklich. Ach ja, Marvin. Naja, dann das nächste Abenteuer wartet schon auf dich. Baby. Mhm.